ja, war zu erwarten, dass, sag mal, dass ich einiges zu tun kriege. Ist auch eine gute Mannschaft. Haben auch, denke ich, in der ersten Halbzeit mit nahezu voller Kapelle gespielt. Ne? Ich glaube, nur der Jason kam noch so noch in den Verbund mit rein, haben es auch gut gemacht. Ne? Und da haben die Jungs auch ab und zu in manchen Situationen gesehen, gerade zum Beispiel zweites Tor oder auch dritte Tor, was man besser machen kann. Aber alles in allem fand ich, war es auch die erste Halbzeit, denke ich, für den Zuschauer interessant. Wir hatten auch Chancen gehabt und auch gut gespielt, also spielerisch rausgespielt. Da hat uns vielleicht dann jemand in der Box gefehlt. Aber alles in allem war das auch dann für die Eintracht ein verdientes. Also ich finde, man sieht es auch in der Liga, unser Lernprozess ist da, ne? Wir arbeiten Sieg für Sieg. In dem Spiel hat man halt jetzt auch gegen qualitativ bessere Spieler und auch Spieler mit mehr Erfahrung gespielt. Das tut den Jungs, denke ich, hier sehr, sehr gut. Und da, wie ich eben die zwei Situationen schon angesprochen habe, da muss man mit jedem Einzelnen sprechen. Hat der Frank auch schon in der Halbzeit gemacht, werden wir jetzt aufarbeiten. Dann geht es für uns am Freitag ja schon gegen Bitburg weiter. Ich denke schon, ja, haben gut losgelegt. Früh Tore gemacht, haben das Spiel kontrolliert und denke ich, einen souveränen Auftritt hingelegt. Ich denke, es ist für den ganzen Verein, für jeden Spieler auch ein Wunsch, den Rheinland-Pokal zu holen. Natürlich auch mit Hinsicht nächste Saison dann auch DFB-Pokal zu spielen. Und ich denke, das ist wichtig für jeden hier, für jeden persönlich, für den Verein. Und ja, wir sind heiß drauf, das Ding zu holen. Ja, wir haben die ein oder andere Situation zu viel zugelassen. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit auch. Das Tor muss nicht sein, aber ich denke, im Allgemeinen kann man auch nicht immer alles zu 100% verteidigen. Also wir hatten sehr viele Chancen. Denke, haben mit 6 Toren auch ein gutes Ergebnis hingelegt. Wie gesagt, ja, sind zufrieden damit. Ja, es war natürlich ungewohnt, aber du sagst es, wir hatten Personalnot und da habe ich mich in den Dienst der Mannschaft gestellt und als Innenverteidiger aufgelaufen, aber gut, dass Trier heute natürlich vielleicht 2-3 Nummern besser war, ist keine Frage. Aus Lernen, die Fehler, die wir gemacht haben, müssen wir abstellen, gerade in der Liga dann auch, und dann müssen wir den Aufwärtstrend, den wir in der Liga haben, nutzen und weiter darauf aufbauen. Ich fand, heute waren hervorragende Rahmenbedingungen, so wie es sein soll für ein Derby, wenn Sandenburg gegen Trier spielt. Ein gut zum Spielender Platz, eine gute Atmosphäre, schönes Wetter. Zwei Teams, die ja, alles rausgehauen haben, aber trotzdem fertiggeblieben sind. Ich glaube, dass wir dann ja auch natürlich verdient weitergekommen sind. In der Höhe würde ich mir natürlich wünschen, dass wir das ein oder andere Tor mehr machen müssen. Haben sehr konzentriert begonnen, waren gut im Spiel. Sandenburg hat aber immer wieder Nadelstiche gesetzt. Und das ist so ein Kritikpunkt, den ich meiner Mannschaft ankreide, dass wir es ja nicht geschafft haben, ja, Torchancen des Gegners komplett nicht zuzulassen. Sandenburg kam da einige Male gefährlich vor das Tor, andersherum. Fand ich, haben wir trotzdem ein sehr seriöses Spiel gemacht. Am Ende, glaube ich, hätten wir noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Und also bin ich natürlich super zufrieden, weil unser Ziel war es, eine Runde weiterzukommen, und das haben wir heute geschafft. Ja, absolut. Ich glaube, ich war in den letzten 2 Jahren mit unseren Spielen, gerade im Rheinland-Pokal, nicht zufrieden. Vielleicht war es von meiner Seite aus auch etwas zu viel Rotation. Aber es ist auch ein schmaler Grat, wenn man nicht Vollprofitum arbeitet und die Jungs dann Samstag ran müssen, Mittwoch und wieder Samstag. Das ist mental und physisch nicht so einfach, weil die Jungs dann auch arbeiten, zur Schule gehen etc. Deswegen wollten wir da versuchen, eine Balance zu finden, dass wir einen Weg finden, wie wir alle 3 Spiele gewinnen. Da sind wir das ein oder andere Mal mit dem blauen Auge davon gekommen, das muss man so sagen. Die Saison ist ganz klar das Ziel, auch den Rheinland-Pokal zu gewinnen. Das wollen wir. Und die andere, warum ich es noch so handhabe, ist, ja, ich will im Rhythmus bleiben. Und die Jungs haben jetzt in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt, richtige Ergebnisse erzielt. Und auf der Welle wollen wir weiterbleiben. Und ja, da geht es dann, jedes Spiel möglichst positiv zu gestalten. Angie ist ein Spieler, der immer nah dran ist, einen Kader reinzurutschen. Das war jetzt in den letzten Wochen eine sehr enge Entscheidung gegen Benji. Hat aber auch in den vergangenen Wochen gezeigt, im Pokal oder in Testspielen, dass er immer Akzente setzen kann. So wie heute hat er seine 2-3 gute Aktionen, aber ein Spieler mit seiner Qualität, da erwarte ich einfach mehr. Also ein Tag wie heute, da war er mir nicht aktiv genug, hat zu viel Ballverluste gehabt und ja, seine Arbeit gegen den Ball war nicht optimal, aber er ist auch ein junger Spieler, da müssen wir Zeit geben, muss sich reinfinden, hat jetzt noch nicht so viele Pflichtspielminuten gehabt und vielleicht tut ihm das mal gut. Ich hoffe, er reflektiert das ordentlich, dieses Spiel, wird von mir morgen natürlich auch nochmal
paar Sätze zusammenbekommen, damit er einfach da auch weiterkommt. Ja, Glückwunsch, Josef, zum zweifellos verdienten Pokalerfolg hier. Ja, entgegen unserer sonstigen Marschroute haben wir etwas defensiver agiert. So 4-1-4-1 kann man sagen. Luis Tuhl hat sich vermutlich ein Band gerissen noch am Freitag und hätte eigentlich nicht spielen können. Heute Morgen ruft er mich dann an, oh, Frank geht vielleicht doch. Gut. Ich habe mich dann aber irgendwie schon entschieden, dass ich so in der Aufstellung spiele. Dadurch waren wir defensiv etwas kompakter und nachher ging es bei ihm doch. Und deswegen haben wir in der zweiten Halbzeit dann auch 4-4-2 gespielt, sind etwas früher draufgegangen. Aber natürlich war es verdient. Individuelle Klasse von Trier kam natürlich öfters zum Vorschein. Aber ich fand es trotzdem etwas unglücklich, wie dann die Tore gefallen sind. Meine Jungs schwören, dass es kein Elfer war. Okay, ich glaube, wenn er uns einen Elfer nicht gibt, gibt er wahrscheinlich, also wenn er den Elfer für Trier nicht gibt, gibt er uns dann wahrscheinlich auch nicht. Ne, dann könnte es, wenn Hendrik den reinmacht, steht es 3-1 und dann steht es plötzlich 4-0 im Gegenzug. Und das war dann schon ein bisschen Genickschlag. Deswegen fand ich richtig, richtig klasse, wie die Jungs aus der Halbzeit kamen und sogar das 4-1 gemacht haben, Noah Frusch permanent unterwegs, immer Unruheherd, war für mich so die zweite spielentscheidende Szene, wo er 1-1 mit dem Jason Tyler paran geht und du, wenn er da vielleicht das Foul zieht, nur, aber hält sich auf den Beinen, weiß ich nicht, der Schiri da rot geben muss, vielleicht, aber er wollte weiter spielen und von daher hat Trier dann nochmal dreimal Qualität reingebracht zur Halbzeit und wir konnten eigentlich nur noch von der Bank reagieren und aber trotzdem, ich glaube 6-1, ja, du bemängelst, dass natürlich nicht mehr Tore fallen dann in dem Moment, aber Philipp Basket ist momentan in der klasse Verfassung und auch in der Liga hält er uns das ein oder andere Mal im Leben, aber ich bin nicht enttäuscht von meiner Mannschaft, glaube ich. Wir haben mit Herz gespielt, wir haben alles rausgehauen und glaube ich können einiges mitnehmen aus dem Spiel, auch als Lerneffekt. Ne? Aber trotzdem, wir sind voll im Soll und trainieren am Mittwoch und gucken mal, was geht. Am Freitag in Bitburg. Vielleicht die nächste Überraschung. Schauen wir mal. Ja, Hendrik, vorbildlich eigentlich in jedem Training und auch Luis Tuhl. Im Training stellt sich schon ins Mittelfeld, weil er überhaupt nicht gerne auf der Innenverteidigerposition spielt, aber mir fehlt halt irgendwo ein zweiter Innenverteidiger. Ich hätte heute Raphael Klotz spielen lassen, weil er sich heute Vormittag krank gemeldet. Man hat es ja gesehen, ich glaube, ich habe eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft, eine entwicklungsfähige Mannschaft. Was fehlt, ist vielleicht noch ein zweiter Innenverteidiger, aber irgendwann fällt vielleicht noch irgendwo einer irgendwo runter und mal gucken. Aber kein Vorwurf an Hendrik, ne? Klar. Vorher klasse gespielt, macht den Fehlpass und verschießt den Elfmeter. Naja, so geht's. Ne?